So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ich begrüße alle, die sich immer gerne meinen Tagesquickie anschauen. Ja, Tagesquickie, was heißt überhaupt Quickie? Ja, ich wurde ja von euch als King of Quickie getauft, habe schon T-Shirts, Hosen, Tassen, Mützen, alles mit King of Quickie. Also wenn ich so mal in den Supermarkt gehe, sperren sie mich wahrscheinlich ein, aber zu Hause und für die Community trage ich das natürlich oft gerne. Weil ihr wisst ja, was gemeint ist und wer gemeint ist. Also euer Durchlaucht gibt sich jetzt die Ehre und wir schauen mal mit dem Tagesquickie rein in den Montag, den 8.3. und schauen mal, welche Energien uns da so zur Verfügung stehen. Wie schon gesagt, ich sage es immer wieder, wir schauen mal in den Partnerschaften rein. Dann schauen wir mal rein bei den Singles natürlich, ist ja ganz klar. Dann schauen wir mal rein auf der Arbeit. Dann schauen wir nochmal vorbei, wir schauen vorbei bei der Botschaft aus der geistigen Welt und danach ziehen wir noch eine Karte aus der schönen Happy Box. So, da wollen wir aber mal die Happy Box erst beiseite legen und schauen mal, fangen an zu mischen und schauen mal bei den Paaren rein für den Montag. Was ist da? Aha, da haben wir den Klee. Ja, das kleine Glück, das sind so die kleinen Aufmerksamkeiten des Tages, die kleinen Schönheiten, ein Kompliment, ein kleines Geschenk, eine Aufmerksamkeit, ein nettes Gespräch. Also diese Karte, das kleine Glück, ja, das ist schon etwas Schönes. Ist halt jetzt nicht das große Glück wie die Sonne, aber es ist das kleine Glück. Es schaut schon mal sehr, was liegt da auf dem Teppich? Ja, die Sense. Und die Sense, ja gut, schneller Abschnitt, Schock, die Ernte einfahren von irgendetwas. Und bei der Sense, da musst du natürlich auch immer gucken, wo zeigt denn da die Spitze hin? Die zeigt jetzt von dem kleinen Glück weg. So, das heißt also hier auf jeden Fall für euch, für die Partnerschaften am Montag ein schöner Tag, ja, um sich vielleicht einmal ein Kompliment zu machen und damit auch nicht aufzuhören, ja, einfach den Tag über so ein bisschen nett zueinander zu sein, sich Aufmerksamkeit zu schenken. Das tut einer Beziehung ja auch sehr gut, ne? Also, hier die Sense zeigt von dem Klee weg. Also, lebt das kleine Glück, ja, also die kleinen Aufmerksamkeiten des Lebens. Da lebt das kleine Glück, hört sich so komisch an, aber genießt auch das kleine Glück. Na? So, dann schauen wir natürlich jetzt auch mal bei den Singles oder bei uns Singles vorbei. Was ist denn da los? So, da fallen auch schon gleich zwei Karten. Ja, die Liebe und der Anker, wunderschön. Also hier, wenn es um einen Wunschpartner geht bei den Singles, ja, da scheint es mir so, als würdet ihr dann irgendwann demnächst mal eine Stufe nach rechts zu den Paaren rutschen. Denn hier die Energie sehr gut, um die Liebe in die Festigkeit zu bringen. Ja, hier den Deckel drauf zu machen, dem anderen, dem Wunschpartner das Gefühl zu geben, ja, dass er bei dir gut aufgehoben ist, dass da Festigkeit und Stabilität da ist, ja, dass er sich keine Sorgen machen muss, dass hier, ja, dass er dich vielleicht verliert oder dass hier irgendwas nicht funktioniert. Also eine schöne Kombination auch für die Singles am Montag. Und wir schauen jetzt nochmal gleich weiter. Bei der Arbeit. Montag ist ja ein ganz toller Tag in der Woche. Ja, da verteufelt jeder den Job. Schauen wir mal rein, was wir da für eine Karte. Drei gleich. Oh, was sind denn das für Karten? Aha, okay. Also, hier haben wir zum einen das Glück, dann die Unruhe und den Sarg. Also zum Glück wird sich am Montag deine Unruhe, die du vielleicht auf der Arbeit hast, auflösen. Vielleicht hast du ja vor dem Montag so ein bisschen Bammeln, komisches Gefühl, neues Projekt, neue Kollegen, neue Arbeit vielleicht, neue Abteilung. Also hier kannst du ruhig dich dem Glücksgefühl hingeben, denn diese Aufregung wird an diesem Tag zu Ende gehen. Die Vögel sind ja immer so ein bisschen die Aufregung, die Nervosität, die Unruhe. Und der Sarg sagt mir einfach immer, dass das zu Ende geht. Ja, also hier bist du schon im Glück, bist aber so ein bisschen aufgeregt, bisschen nervös, bisschen unruhig, aber das wird sich dann im Laufe des Tages schon geben. Also die Aufregung ist hier quasi umsonst und dann wartet quasi ein schöner Tag auf dich, auf der Arbeit. Ja, okay, und jetzt bitten wir noch gemeinsam
um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den Montag schwere Energie. Aha. Da haben wir jetzt die Wolken bekommen. Ja, kommen wir irgendwie bekannt vor an der Stelle. Also die Wolken, dunkle Seite, helle Seite, da ist irgendwo die Unklarheit drin. Aber da ist es auch so, dass man sich einfach die Klarheit verschaffen muss, die man da irgendwo hat bei gewissen Themen. Worum es da geht, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Schauen wir mal. Oder fällt sie auch schon? Okay. Ach ja, das sehe ich jetzt hier ganz klar so. Also, wenn dich irgendetwas beunruhigt, wenn dir irgendwas unklar ist, wenn irgendwas in deinem Leben undurchsichtig ist, ja, wenn du da irgendwo nicht weiterkommst, wo du im Nebel stocherst, wo du im Dunkeln tappst, die Nachricht aus der geistigen Welt, lass es bleiben, lass es gehen, dieses Thema bringt dich nicht weiter, dieses Thema hält dich nur auf, dieses Thema hemmt dich nur. Also du schaust dir jetzt hier von den Wolken weg, also als Frau sieh dich dann auch bitte als Frau, also dass du hier von dieser Unklarheit, von diesem Verschwommenen, Verworrenen dich abwendest und deinen Weg weitergehst. Also wenn du in einem Thema verstrickt bist, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, wenn dir Dinge unklar sind, auf der Arbeit, beruflich, partnerschaftlich, Wunschpartner, wenn du da nicht weiterkommst und tappst die ganze Zeit im Dunkeln oder stocherst im Nebel, dann ist die Botschaft aus der geistigen Welt ja an diesem Tag so, dass du dich davon abwenden sollst. Ja, also jemandem nachlaufen oder an gewissen Dingen festzuhalten, ist zwar okay, ne? Ups, das ist mir die Kamera verrutscht, ist zwar okay, aber man sollte natürlich nicht so viel Zeit damit verschwenden, ja? Wenn du jetzt 1, 2, 3 Jahre oder Monate lang immer wieder etwas versuchst und kommst nicht weiter und bist immer noch im Unklaren, ja, dann ist die Nachricht aus der geistigen Welt so, dass sie dir sagt an diesem Montag, denk mal drüber nach, das Ganze einfach zu nehmen, in die Kiste zu stecken und hinter dir zu lassen und deinen Weg im Leben weiterzugehen, ja. Bringt ja nichts, wenn man sich bei irgendetwas aufreibt. Ja, und hier ist auch noch das Kind gefallen als Neuanfang. Passt ganz gut dazu, dass man eben sagt, okay, ich fange jetzt mal was ganz anderes an, was Neues. Ich komme hier nicht weiter oder es ist mir jetzt einfach zu bunt. Von daher ist die Energie sehr, sehr gut an dem Tag mal zu sagen, so, jetzt fange ich mal was Neues an. Bin irgendwie etwas heiser. Und jetzt ziehen wir natürlich noch eine Karte aus der schönen Happy Box. Schauen wir mal, was wir da für eine Karte bekommen. Liebe Happy Box, gib uns eine Karte. Zack, ist ja auch schon. So, und was haben wir denn da für eine Karte gekriegt? Heute ist ein guter Tag, um keine graue Maus zu sein. Ja, wer will schon eine graue Maus sein? Wir wollen aufblühen, wir wollen leben, wir wollen positiv sein. Wir wollen uns die Energie nicht rauben lassen von Dingen, die uns nerven. Deswegen heute wirklich für alle auch ein guter Tag, um keine graue Maus zu sein. Sei extravagant, pfleg heute einen gewissen Stil. Schreib Briefe mit Füller, bleib kultiviert und höflich, auch wenn andere grob und egoistisch sind, sagt dir, das ist my way, meine besondere Art. Damit wertest du dich selbst auf. Ja, das sage ich auch immer. Ich lasse mich auch nicht von schlechter Laune anstecken, wenn zum Beispiel mein Chef ins Büro kommt und wieder rumbrüllt, weil ihm ein Stockwerk tiefer irgendwas gegen den Zeiger ging. Lasse ich mich davon auch nicht runterziehen, weil es ist ja unterm Strich auch nicht mein Problem, ist ja sein Problem. Von daher sollte man Dinge nicht so an sich heranlassen, nicht so viel ja, sich zu Herzen nehmen, einfach mal aufblühen und die schlechte Energie nicht an sich heranlassen.
Ja, wunderbar. Das ist wunderschön gelaufen. Wenn euch der Tagesquickie gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen rauf. Dann freue ich mich, wenn du noch kein Abonnent bist. Abonniere gerne den Kanal, wenn du hier zufällig reingestolpert bist. Bei mir gibt es ja immer jede Menge Videos. Liebesorakel, Single-Orakel, Spiegellegung, Sternzeichen, Quickies und was es sonst noch alles gibt mit Lenormand, Zigeunerdecks. Und heute oder morgen kommen dann auch meine neuen Kipperkarten endlich an. Da freue ich mich nämlich auch schon drauf. Okay, alles klar, dann sage ich mal adieu, bleib gesund und wir sehen uns dann zum nächsten Video.